Schönen guten Tag, mein Name ist Axel Hesse. Wir drehen heute eine weitere Folge der Buchstabensuppe aus der Metropole Bonn. Ja, keiner mag es für möglich halten, wir sind tatsächlich in Bonn. Man sieht es zwar nicht direkt im Hintergrund, und zwar sind wir hier beim Hightech-Gründerfonds, der heute sein Family Day hat. Wofür steht Hightech-Gründerfonds? Alle wissen es, 15% für 500.000 Euro. Das ist so die Klausel, die jeder Startup-Gründer weiß und sich verinnerlicht. Denn viele wünschen sich ein Investment vom Hightech-Gründerfonds. Und hier beim Family Day hat man als Gründer die Möglichkeit, auf einem Panel, was ich heute freundlicherweise selber moderieren durfte, sich vorzustellen. Man hält es kaum für möglich. Im Publikum sitzen neben 700 gesamten Gästen über 300 Investoren, die hier auf ihre Möglichkeit warten, sich eine neue Firma in ihr Portfolio zu holen. Ich kann euch also nur nahelegen, wenn ihr mit einer Idee, mit einer neuen Firma irgendwie auf Investorensuche seid, guckt euch das genau an, wie es beim Hightech-Gründerfonds läuft. Es war eine fantastische Veranstaltung. Es ist einfach so, dass hier wirklich jeder aus internationalen Ländern hier einfliegt, um sich hier neuen Investments zu widmen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Attacke und bim bam!